Mein Name ist Martin Glaser und ich verantworte als Managing Consultant die Themenfelder Service Value Creation und Digital Workplace. Unter Service Value Creation verstehen wir all die Maßnahmen und Tätigkeiten, die notwendig sind, damit IT-Services am Ende den Mehrwert, den Nutzen erreichen, den man mit ihnen erzeugen möchte. Und im Spezifischen eben auch dann beim Digital Workplace, dass die neuen Arbeitsmethoden, die neuen Arbeitsweisen dann im Unternehmen etabliert werden können. Im Umfeld des Service Managements bin ich seit ungefähr 10 Jahren aktiv, wobei das Schwerpunkt immer auf dem Thema des Service Designs lag. Wir von High Solutions als Firma gibt es seit 1992, seit ungefähr 30 Jahren am Markt aktiv und sind seitdem Inhaber geführt mit den 3 Gründern, die noch an Bord sind. Seitdem ist das Unternehmen stetig gewachsen, im Moment auf über 240 Beschäftigte, hauptsächlich am Standort Berlin und an weiteren Standorten in Bonn, Düsseldorf, Frankfurt und Nürnberg. Was für uns von High Solutions sehr wichtig ist, ist die Unabhängigkeit. Wir sind unabhängig von jedem Software-, Hardware-Hersteller und auch von Providern, was dann natürlich auch für die Beratung im Digital Workplace eine wirklich unabhängige Beratung gewährleisten soll. Seitdem, seit der Gründung, kontinuierlich gewachsen, mit den weiterhin Wachstumsraten von 20% im Jahr. Viele unterschiedliche Kompetenzen bei uns gebündelt, werden wir auch gleich bei der Unternehmensvorstellung sehen, im Moment in mehr als 600 Projekten pro Jahr, die wir da bedienen können. Wenn wir über die Inhalte von High Solutions sprechen, speziell natürlich mit dem Hinblick auf den Digital Workplace, geht es eben um IT-Service und Sourcing-Gestaltung. IT-Service in Digital Workplace, was sind genau die Inhalte eines Digital Workplace, was sind dort die Ziele, die mit erreicht werden, was sind die Anforderungen und von wem, wie werden sie erbracht, wie funktioniert die Dienstleistersteuerung. Das wird bei uns in dem Themenfeld IT-Service und Sourcing zusammengefasst. Im Bereich IT-Strategie und Transformation, die Gestaltung, die Etablierung, das Schreiben der IT-Strategie, auch heruntergebrochen auf die Digital Workplace-Strategie und die dafür dann notwendigen Transformationen, die erreicht werden müssen, damit dann die Strategie auch gelebt werden kann. Im Umfeld der IT-Organisation und Governance geht es um die Etablierung, jetzt vor allen Dingen um agile Service-Organisationen. Wie müssen die aufgebaut sein? Welche Regelungen werden da getroffen? Wie funktioniert auch die entsprechende Governance dahinter? Welche Rollen und Gremien müssen etabliert sein, damit eine entsprechende Service-Organisation die Services anbieten kann und in der Qualität anbieten kann, wie es gewünscht und gefordert ist. Unten auf der Grafik erwähnt das Software-Asset- und Lizenzmanagement, in dem es dann darum geht, entsprechende Prozesse für die Lizenzierung zu etablieren, um hier sicherzustellen, dass die Software genau so lizenziert ist, wie es notwendig ist, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und natürlich dann entsprechend auch im Digital Workplace das optimale Lizenzmodell ausgewählt werden kann. Das ist die Unternehmensfelder in unser IT-Management Consulting. Wir haben Unterstützung dadurch aus anderen Bereichen, die speziell sich mit den Themen der IT-Sicherheit und auch des Datenschutzes beschäftigen, die natürlich, wenn es hier um Einführung von modernen Collaboration und Communication Tools geht, wenn wir über Cloud reden, einen sehr hohen Stellenwert haben, um dann am Ende einen Digital Workplace in dem Unternehmen zu etablieren. Ja, Martin, erstmal vielen Dank, dass ihr uns mit High Solutions bei dem diesjährigen IOM Summit unterstützt. Mit welchen Themen seid ihr denn auf der Veranstaltung? Genau. Ja, danke, Björn. Als Technologie- und auch Hersteller-Provider unabhängiger Berater stellen wir die Anwender-Kunden-Sicht so in den Mittelpunkt und begleiten eben die Einführung, Erneuerung, Weiterentwicklung von Digital Workplace eben aus den unterschiedlichen Anforderungen. Was eben damit hineinspielt, sind eben die Anwenderanforderungen, aber auch eben technologische, regulatorische Anforderungen, das heißt Datenschutzanforderungen etc. Und was da eben alles berücksichtigt werden muss, dass der neue, veränderte, eingeführte Communication Collaboration Tools dann auch zu dem entsprechenden Mehrwert führen können.
Und da wollen wir mit einem Impulsvortrag Denkanstöße geben, was dort alles beachtet werden sollte, damit dann der Mehrwert auch bei den Anwendern wirklich ankommt, wenn ich den neuen veränderten Digital Workplace am Start habe. Wir haben ja jetzt ein Jahr massenhafte Technologie-Adoption hinter uns. Aus der Sicht der IT-Service-Strategien und Governance, welche Optimierungsherausforderungen und Notwendigkeiten seht ihr denn? Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt, der wir auch über eine Masterarbeit wissenschaftlich haben quasi mal untersuchen lassen, war, dass es sehr wichtig ist, dass alle Mitarbeiter, alle Anwender das gleiche Verständnis haben, wie die neuen Tools verwendet werden sollten. Dass da dann eben die Art der Weise der Verwendung schon geklärt ist, dass das eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit und auch Produktivitätssteigerung mit sich bringt, wenn dort alle das gleiche Verständnis haben. Ich denke, das ist so ein Punkt, der so kurzfristig zum Tragen kommen sollte, wo man sich kurzfristig im Unternehmen einheitliches Verständnis schaffen sollte. Und ein zweiter Punkt, der jetzt nach eben eineinhalb Jahren Corona zum Tragen kommt. Viele Mitarbeiter haben sich jetzt im Homeoffice gut etabliert, arbeiten sehr produktiv aus dem Homeoffice heraus. Für andere Kollegen, was eher, sobald die erste Möglichkeit sich ergeben hat, wieder ins Office zu gehen, dass dort produktiver gearbeitet werden kann. Und da sehen wir jetzt die Herausforderungen, wie das beides jetzt gut miteinander etabliert werden kann, was da an Unterstützungen technologischer Natur mitgegeben werden muss, damit das Hybrid Work dann auch wirklich genutzt werden kann. Gibt es da konkrete Empfehlungen, wie dieser Weg erfolgreich gestaltet werden kann? Da gibt es natürlich, zum einen geht es natürlich auch um die Ausstattung, Technologieausstattungen, Softwareausstattungen dahinter. Wie kann dann sichergestellt werden, dass wenn Mitarbeiter mehrere, eine Gruppe dann auch im Office vor Ort sitzt, wie können dann gut die von außen dazugeschaltet werden, gehört werden, gesehen werden, dass das nicht zurücktritt? Was muss da dann an Ausstattungen auch eben in den Meetingräumen zum Beispiel passieren oder an den Arbeitsplätzen dann passieren? Welche Möglichkeiten gibt es da niederschwellig dann auch direkt mit den anderen Kollegen in Kontakt treten zu können, auch in Gruppen in Kontakt treten zu können, dass da eben die Anforderungen der Anwender und auch die Möglichkeiten, die dann die jeweilige Ausstattung betrifft, evaluiert wird und dann entsprechend die Unterstützung bereitgestellt wird.